So, moin Leute, heute ist Donnerstag, das heißt die ersten drei Trainingstage dieser Woche sind schon um und dann gehe ich gleich nochmal ins Training und morgen nochmal und dann sind wir mit der zweiten Woche auch schon durch. Heute sind wieder Low-Pin-Presses dran, 3x3, also davor natürlich Bankdrücken 3x3 und dann Low-Pin-Press 3x3. Aber da die Intensität natürlich nicht direkt vorgegeben wird, denke ich mal, gehe ich ein bisschen schwerer ran und ja, ich denke, ich packe da nochmal ein Full Day of Eating mit rein. Also heute Morgen zum Frühstück gab es Müsli und ein bisschen Multivitaminsaft. Einfach so, Saft, keine speziellen Gründe, hat Kalorien. Und dann trinke ich hier nochmal meinen Proteinshake zu Ende. Also das sind 100 Gramm. Zeige ich dann zum Schluss auch nochmal die Makros. Und dann geht es jetzt aber erstmal ins Training. So, meine Leute, also das ist jetzt das Training am Donnerstag. Ich nehme das hier als Voice-Over einiges später auf. Wie immer 3x3 Bankdrücken. Jetzt mal schön schnell vorgespult, weil das ist jeden Tag 122,5 Kilo. Und jetzt Low-Pin-Press. Ja, wenn ich das richtig sehe, Low-Pin-Press 3x3. Vorher, die Tage waren ja 3x6 und jetzt ist 3x3 Low Pin Press. Ja, was ich halt vorher noch nicht gesagt habe, Low Pin Press ist relativ behindert, weil es man nur an diesem Rack machen kann. Davon gibt es nur eins im Studio und das ist fast immer belegt für irgendeinen Scheiß. Deswegen muss man immer so ewig warten. Dann habt ihr es wahrscheinlich auch gesehen, muss ich so übelst behindert da so runterkrabbeln. Aber naja, macht man, was auf dem Programm steht, ne? Das waren jetzt hier 150 Kilo. Also, ja. Ihr seht das ja, das ist praktisch Bankdrücken mit etwas kürzerer Range of Motion, nur der obere Teil, und es ist sozusagen so Deadlift-Bankdrücken. Das heißt, die Stange liegt unten und dann muss man sich sozusagen erst festmachen und sie hochdrücken. Also sozusagen mehr oder weniger so eine gezwungene Pause. So, dann sind wir wieder zu Hause. Nein, dann bin ich noch nicht wieder zu Hause, dann haben mich meine Schwester, meine Mutter abgeholt. Wir waren Sushi essen.
Das ist natürlich immer behindert, die Makros da irgendwie einzutragen. Ich habe jetzt einfach irgendwie so ein Standardding genommen und gesagt, ich habe 5, nee, warte. Ich glaube 17 Teller oder so gegessen. Oh Gott, jetzt geht das schnell. Zu Hause habe ich dann noch Cornflakes gegessen hier und tut mir leid, dass es ein bisschen schnell ist. Das sind die Makros. Ich bin jetzt diesmal ein bisschen krass High Carb gegangen. Wie ihr das da vielleicht seht. Normalerweise esse ich eigentlich mindestens 3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, also mindestens 300 Gramm. Und diesmal ist es nur auf knapp über 200 gekommen. Ja, das liegt unter anderem daran, dass ich halt zum Mittagessen sozusagen nur Sushi hatte und kein Fleisch. Und dann halt auch noch ich kein Proteinpulver mehr hatte oder so gut wie keins. Das heißt, ja, irgendwie bin ich auf übertrieben wenig Protein an dem Tag gekommen. Und ja, jetzt seht ihr schon längst das Training von Donnerstag. Das ist hier von Freitag. Heißt High Pin Press, dasselbe wie vorher. Auch 3x3, nur ein bisschen höher jetzt. Das ist jetzt noch kürzere Range of Motion. Und ja, das sind jetzt 180 Kilo 3x3. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sozusagen so schwer gehen kann. Dass es halt durch diese kürzere Range of Motion so viel schneller geht. Aber deswegen, am Ende habe ich immer gesteigert. 160, 170 und dann 180 Kilo. Und dann habe ich noch ein bisschen Ruder gemacht. Also ich mache immer nach jedem Training, mache ich auch immer Rücken, aber das fühle mich halt nicht ab. Aber ich wollte es heute einfach nochmal draufpacken, weil ja, da habe ich jetzt mich entschlossen, Rudern zu machen. Und das war halt praktisch direkt dieselbe Position, konnte ich Kamera einfach stehen lassen und so weiter. Und dann habe ich einfach, ja, noch ein bisschen Rudern gemacht und ja, wieder schnell vorgespult. Und das war's dann für diese Woche.